Hallo und herzlich willkommen auf All Your Fashion. Mein Name ist Dean und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir kommen zum nächsten Outfit aus meinem Mega-Temu-Haul. Jetzt kommt das Kracher-Outfit in Pink. Hier habe ich eine Baggy-Jeans, die ich anziehen werde. In Kombination dazu trage ich meine weichen Puschelchen. Ich denke, das sieht ganz lässig aus, wenn die vorne so ein bisschen aus der Hose chillig rausgucken. Und dazu habe ich diese kuschelige Jacke, die wiederum zu den Schuhen etwas passt und zwischendrin ist ein bisschen mehr Farbe, aber die Hose ist in Kombination in der Mitte ein bisschen heller. Demnach denke ich, sollte es eigentlich ganz gut aussehen. Das sehen wir jetzt, wenn ich es anziehe. Achtung! Mein Outfit ist fertig und ganz ehrlich, die Farbe macht's. 10 Jahre minus. Wir wollen nicht vergessen, man ist hier 40 Party, aber mit Farbe, Leute, da kann ich locker 10 Jahre gut machen. Ich gehe mal ein Stück nach hinten und dann schraub deine Äuglein. Das ist so cool, da wird sie sogar auf den Hocker steigen. Achtung! Yeah! Es sieht so unschuldig aus, aber nein, es hat so was Lässiges, Cooles. Einfach mal pink-rosa. Styling, aber durch und durch und dann mit meinen roten Nägeln voll der Eyecatcher. Ja. Wow. So cool war ich schon lange nicht mehr angezogen. Ich habe mal dabei mein Blüschen angelassen, weil irgendwie passt es perfekt von der Farbgebung her. Ich würde natürlich hier einen Klassiker anziehen, einfach ein weißes, bauchfreies Top, weil die Hose ist so baggy. Ja, locker und lässig. Und wer kann, der kann, ja. Und dann eine kleine Bluse drüber. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt nicht zur Hand ein weißes Hemdchen. Und dann bist du richtig up to date. Zumindest kommt Farbe ins Spiel. Und wer jetzt den tristen Alltag mal beiseite schiebt, der muss einfach mal selber im Farbtöpfchen rühren und sich die passende Kleidung raussuchen. Und schon geht es uns doch viel besser, wenn wir Farbe um uns haben. Und hier habe ich jetzt ein wirklich etwas weiteres Höschen gewählt. Ist wirklich so Baggy-Style, weil sie relativ locker im Schritt sitzt. Und von hinten, ja, ist jetzt nicht wirklich so pro Figur betont, aber es funktioniert. Und damit, also von hinten, jetzt sagt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so laufe, könnte ich jetzt der Teenie sein. Ja. Wie gesagt, wer kann, der kann. Wer nicht, der versucht es eben trotzdem. So, und dazu habe ich jetzt diese kleinen Puschen wiederum ausgewählt. Wow, die sind echt warm. Also die kannst du ganz getrost zu Hause als Hausschuhe tragen. Aber dank der Sohle kannst du die auch draußen tragen. Denn ihr habt hier eine super Riffel-Sohle drunter. Sogar mit einem kleinen Absatz hinten. Also ihr seid auf jeden Fall eine Nummer größer. Und der ist wirklich warm. Ich habe jetzt schon ein paar Bilder damit gemacht und muss sagen, ja, du, das funktioniert ganz gut. Herbst, Winter kann kommen. Ich habe super Hausschuhe. Und die sind auch noch so süß in der Farbgebung. Also rosa liebe ich. Sieht schick aus. Und der mit meinen roten Nägeln, wow, ich zeige es euch mal. So, das sind jetzt die Puschelchen. Die sind wirklich witzig. Und meine Hose dazu, sie ist wirklich so abschließend an den Füßen. Jetzt habe ich natürlich ein Plateau gewählt. Normalerweise, wenn ich sie jetzt ohne was tragen würde, hätten wir eine Hose, die wirklich schön lang ist. Seht mal. Was man ja bei diesen coolen Hosen heutzutage sucht, die müssen wirklich die Füße so verdecken. Am besten hinten drauf treten, die Hose zerstören. Das ist in. So muss es sein. So, das ist die Hosenlänge. Ich habe eine S gewählt. Bin absoluter Durchschnitt in der Größe mit 1,65, also funktioniert ganz gut. Und dann hier diese kleinen Schuhe jetzt dazu, die ein wenig natürlich Luft haben, damit die Hose nicht hinten auf. Also meine Hose wird hinten jetzt nicht ganz so dreckig, weil ich, wie gesagt, Plateauschuhe trage. Aber süß und farblich so putzig. Vorne in der Hose, es wird nicht wirklich weiß. Hier seht, das ist so ein Roséton. Hier ist einfach so die Farbe raus. Und dadurch passt sich das so super an. Auch mit dem
Pullover lässig. So, meine Strickjacke, die ist jetzt nicht zum Schließen, die ist einfach nur so zum Überziehen. Die ist auch super kuschelig weich und ich finde diese weiten Ärmel, finde ich so gemütlich. Also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt in die Ecke kuschelt und möchte ein Buch lesen, ist das genau die richtige Jacke. Und dann bist du auch noch so schön farblich als Tüpfelchen. Süß. So süß. Zumindest wenn es mal ein bisschen frisch wird, braucht man ja was Wärmeres. Und dennoch was mit süßer Farbe, so Pastellton. Kannst du wirklich zu vielerlei Sachen tragen, auch zu dunklen Jeanshosen. Selbst über eine, ich würde es jetzt sogar über eine Kunstlederhose, so einen schönen Pulli, das passt auch schön im Herbst. Schön und vorne offen. Du kannst also ruhig mit Figur spielen oder auch nicht, wenn du keinen Bock hast. Dann machst du einfach zu oder du lässt sie locker offen. Bin ja der typische Blusen in der Hose Träger, so immer vorne so locker und meistens ist bei mir hinten immer so ein bisschen hinten draußen und vorne in der Hose, damit wir ein bisschen Figur bekommen und dann diese Jacke drüber kannst du kombinieren, wie du lustig bist. Schön. Ist so ein Must-Have, finde ich, bei Frauen. Strickjacken, Frauen, passt irgendwie, oder? Fast wie Schuhe im Frauen. Jetzt sagt mal, hat eure Frau oder du als Frau, hast du Strickjacken zu Hause? Hattest du jemals Strickjacken? Du kommst um Strickjacken nicht drumherum. Ist so. Ist so ein klassisches Ding, wenn du nicht wirklich Pullover tragen möchtest, möchtest was Feines drunter tragen, trägst du Strickjacke drüber. Kannst du, wenn du möchtest, offen tragen, kannst du aber auch, wenn du möchtest, einfach geschlossen tragen. Ist so. Und die ist so kuschelig. Also wer jetzt nicht mit mir kuscheln will, verstehe ich nicht. Schön. Von der Geschlossenheit von meiner Hose her kann ich ja noch mal kurz zeigen, dass es eigentlich, finde ich, ein super Schnitt, denn man hat ja als Frau oftmals hinten viel Luft, aber die Hose sitzt wirklich sowas von perfekt. Also da muss ich wirklich mal sagen, wow, habe ich wirklich selten. Ich habe oftmals Jeanshosen, wo ich hier hinten so viel Luft habe, aber hier, die sitzt komplett einmal ringsherum. So, das war jetzt mein Verjüngungsstyling, wie auch immer. Es war mein Pink-Style in meiner Jeanshose. Ein bisschen Farbe muss auch mal raus und rüber kommen. Das sind unsere Gefühle. Die drücken wir damit aus. Und ich habe es halt heute mit rosa. Das war mein Styling für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Kommentar da. Wow, das ist warm. Auch die Schuhe, die sind so warm. Ja, meine Brille habe ich dazu einfach mal angelassen, weil sie einfach farblich dazu passt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, eure Dean. Macht's gut.